Der wahre Richter ist der oben. Der weiß Dinge, die wir nicht wissen. Wir als Menschen wissen jeden Tag was Neues durch die Naturwissenschaften, durch andere Erkenntnisse. Aber wir werden niemals alles wissen. Und das ist unser Problem. Die einzige, nach jüdischer Auffassung, der alles weiß und alles kann, ist der da oben. Höpsch, wir können die Frage auch an Sie eigentlich weiterleiten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie schon mal persönlich an die Existenz Gottes gezweifelt? Ja, ich bin ja nicht im Glauben so groß geworden, dass ich ihn erlebt hätte wie im Islam, sondern ich bin einen sehr verschlungenen Weg gegangen durch die 60er Jahre mit all den Wirren, die es damals gab und all den Revolutionen innen und außen. Ja. Und da habe ich also lange Zeit nicht so mich mit Gott beschäftigt wie heute. Und die Zeit im Islam, sie hat mich nie ohne den Glauben an Gott gesehen. Herr Yusufow, wie ist das? Viele Menschen sagen ja auch, wenn es wirklich einen Gott gibt, wieso gibt es so vieles Böse auf dieser Welt? Warum passieren immer so schlimme Dinge, schlimme Taten, Naturkatastrophen? Wie kann man sowas begründen? Kann man hier überhaupt Gott mit einbeziehen? Das Problem ist nämlich dem, wir sind alle, steht in der hebräischen Bibel geschrieben, in der Schöpfung, im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist aber nur Ebenbild, nicht, wir sind keine Götter. Bei uns gibt es das Gute und das Schlechte, bei uns ist eingeboren. Nur unser Problem und unsere Pflicht ist, dass wir achten darauf, dass der Gute immer Oberhand hat gegenüber der Schlechte. Aber da wir schwach sind, wir machen häufig Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber im Judentum sagt, man darf bereuen, man darf sich an ihm wenden, man darf die Sache wieder gut machen. Und im Judentum gibt es einen Feiertag, heißt Yom Kippur, der Versöhnungsfest. In diesem Versöhnungsfest, das Wichtigste ist, dass ich mich erstmal mit mir selbst versöhne, dadurch, dass ich erkenne meine Fehltritte, die ich gemacht habe. Zweiter Schritt ist, muss ich mich versöhnen mit Familien, Bekannten und Unbekannten, denen ich eine Unrecht getan habe. Und die sind eigentlich verpflichtet, mir zu vergeben, sei es, was ich getan habe, ist Kapitalfehler. Dann muss ich mich versöhnen mit der Natur und mit der Tierwelt und am Ende mit der Allmächtigen, dadurch, dass ich ihm verspreche, im kommenden Jahr ein besserer Mensch zu sein. Das gibt uns Kraft, dann danach, nachdem wir erkannt haben, dass wir manche Dinge nicht gut waren, die wir getan haben. Und da müssen wir uns bessern. Und unsere Hoffnung ist, dass der Barmherzliche, der Verzeihende, der Wissende, der will uns wieder führen auf den richtigen Weg. Höpsch, wie sieht das mit Naturkatastrophen aus? Wir haben das eben schon kurz erwähnt. Kann man hier Gott mit einbeziehen? Nun, da ist vieles hausgemacht. Also die Klimakatastrophe, die ist ja nicht von Gott gemacht, sondern die Menschen haben die mit bewirkt. Und ebenso ist durch das Abholzen von Wäldern und durch entsprechenden Raubbau so viel Natur zerstört worden, dass eben entsprechende Katastrophen und das weichlich geblieben sind. Okay. Vielen Dank erstmal bis hierhin, sehr geehrte Zuschauer. Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen per Telefon 040 für Hamburg 325-99-0399. 040 für Hamburg 325-99-0399, wenn Sie Fragen haben zu dem Thema die Existenz Gottes oder allgemein zu dem Thema Judentum oder Islam. Wir werden die Fragen heute beantworten. Einige haben wir schon beantwortet. Ihre Frage könnte auch heute hier von den Vertretern beantwortet werden. Und auch an die Radiozuhörer, die uns zugeschaltet sind, genau wie die Menschen, die uns heute vor dem Internet diese Sendung hier sehen. Auch Sie haben weiterhin die Möglichkeit, diese Fragen zu stellen per Telefon 040 für Hamburg 325-99-0399 oder Sie schicken eine E-Mail an aspekte@tidenet.de. Und wir haben uns vor der Sendung mit den Vertretern in Verbindung gesetzt und haben sie gebeten, einige Verse aus den heiligen Büchern einmal uns zuzusenden, damit wir Ihnen diese Verse zeigen können. Und nun beginnen wir mit den Versen aus dem Judentum und möchten die nun einmal einblenden. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1.
Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist ein einiger Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 4 bis 5. Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, dass ihn etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? 4. Buch Mose, Kapitel 23, Vers 19. Ja, vielen Dank für diese Einblendung und wir möchten das gleich an Herrn Josifow weiterleiten, der uns nun und den Zuschauern erklärt, was diese Verse bedeuten. Am Anfang schuf Gott die Erde und den Himmel, das Universum. Das ist diese Macht, die alles geschaffen hat, was wir da sehen oder noch nicht gesehen haben. Mhm. Und das bedeutet, dass er ist der einzige Gott, den wir haben. Das besagt man in dem zweiten Zitat. Schma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Höre Israel, der Gott, unsere Gott, ist der einzige Gott. Und das dritte Zitat muss ich mich... Das war 4. Buch Mose. Ja. Da ging es um der Herr, an Sie ganz kurz, dass ich das auch mal kurz sehe. Da hatten Sie das 4. Buch Mose. Der Herr lügt nicht. An Sie, müssen wir mal schauen. Aber ich denke mal, das genügt erstmal. Die Zuschauer haben das ja gesehen, die den dritten Vers auch, haben es auch vorgelesen bekommen. Also das heißt, im Judentum ist es auch so, dass es nur den einigen Gott gibt. Also im Christentum sieht es da ja ein bisschen anders aus. Judentum ist eigentlich die erste monotheistische Religion in der Weltgeschichte. Mhm. Davor war Götzendienst, der das Judentum bekämpft und bekämpft bis heute immer noch. Das ist aber gleich im Islam und im Christentum. Die hebräische Bibel ist eigentlich, wurde von dem Christentum voll übernommen und von dem Islam ist auch in sehr wichtige Teile auch von der hebräischen Bibel übernommen. Im islamischen Heiligen Koran gibt es 365 Mal das Wort Mose oder Torah oder Judentum erwähnt. Das bedeutet, für jeden Tag gibt es was Jüdisches. Und gibt es noch was Wichtiges für die beide Religionen und auch Christentum? In Sanhedrin, das ist die mündliche Tora, Kapitel 5 steht, wenn Mensch einen anderen Mensch umbringt, das gilt, als ob man die ganze Welt umgebracht hat. Mhm. Wenn man ein Menschenleben rettet, hat man die ganze Welt gerettet. Ja. Dasselbe Zitat gibt es auch im Islam und gibt es Ähnliches was auch im Christentum. Damit will ich sagen, dass in viele ethische Punkte die drei abrahamitische Religionen haben ähnliche Vorstellungen. Mhm. Zum Beispiel, ehre deine Eltern. Ja. Du sollst die 10 Worte Gottes. Im Christentum man nennt sie die 10 Gebote. In Islam kommen sie auch vor, ich glaube, im Surah 17. Das sind nicht gerade 10, aber die sind 10 komprimiert im 7. Da sind Grundsätze, das ist die erste Menschenrechtserklärung, kommt vom Judentum, von diesen 10 Worte Gottes. Das ist sehr wichtig zu wissen. Woher das kommt, woher kommt das ganze Ethik, woher kommt das ganze Moral, das kommt alles von der Religion. Mhm. Und die Politiker manchmal vergessen das. Und manche Politiker sind ziemlich fleißig, Religion herabzusetzen, was nicht redlich ist. Ja. Bevor wir uns gleich nochmal zu den Gemeinsamkeiten äußern, möchten wir den Zuschauern auch noch einmal die Verse aus dem Heiligen Koran zeigen. Und da bitte ich jetzt noch einmal kurz, diese Verse einzuspielen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Aller Preis gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Gnädigen, dem Barmherzigen, dem Meister des Gerichtstages. Dir allein dienen wir und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Führe uns auf den geraden Weg, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast, die nicht dein Missfallen erregt haben und die nicht irre gegangen sind. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Sprich, er ist Allah, der Einzige, Allah, der Unabhängige und von allen Angeflehte.